Dieses Video zeigt unmenschliche Polizeigewalt in der Arrestzelle im Brüsseler Flughafen. Mehrere Polizistinnen und Polizisten drückten einen 38-jährigen Mann auf den Boden. Dabei zeigt eine Polizistin den Hitlergruß. Er wurde festgenommen, da er sich weigerte, seine Boardingkarte vorzuzeigen. Der Mann schlug seinen Kopf blutig. Daraufhin wurde versucht, ihm Handschellen anzulegen, wobei ein Polizist über 16 Minuten sich auf die Brust des Mannes gesetzt hat. Das erinnert sehr stark an den Mord George Floyds. Der Mann starb 4 Tage später im Krankenhaus nach offiziellen Angaben an einem Herzinfarkt. Der Vorfall ereignete sich vor 2 Jahren. Das Video wurde erst jetzt von der Ehefrau veröffentlicht. Die Behörden wollten den Tod ihres Mannes unter den Teppich kehren, als ob er Müll wäre, der verschwinden musste, sagte sie. Dieser Fall zeigt, dass Gewalt und Rassismus in der Polizei auch in Europa ein großes Problem ist. Ich möchte nicht alle in eine Schublade stecken, aber die meisten Beamtinnen und Beamten gehen nicht dazwischen. Dazu wird systematisch versucht, solche Fälle totzuschweigen. So löst sich das Problem nicht. Es braucht einen Wandel. Die Polizei muss von Grund auf reformiert werden und es braucht sofort unabhängige Beschwerdestellen und das europaweit. Unterschreibt deshalb die Petition, welche ich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Haut rein!